Liga oder das geordnete Chaos. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Liga, lasst die Spiele beginnen, Leute. Wir haben es ja geschafft, unsere Clans voll zu bekommen. Hat jetzt zwar noch ein bisschen gedauert, also ich habe jetzt wirklich bis zur allerletzten, nicht Sekunde gewartet, aber ich habe heute im Laufe des Tages geschrieben, wir starten um 22 Uhr und wir haben jede Menge neue Leute. Das kommt noch dazu, also auch in den anderen Clans haben wir Leute, die noch nie mit dabei waren. In der oder mit Masse, ich würde mal so sagen, 80% sind es die, die bei der letzten oder bei den letzten beiden Ligen auch schon mit dabei waren. Also hier bei Totos Bande, bei Free-to-Play, da sind wir so ein bisschen eigenbrötlerig. Da habe ich, glaube ich, diesmal nur einen mit dabei, der eigentlich nicht im Clan Free-to-Play ist. Also da sind wir so ein bisschen so unter uns, will ich mal so sagen. Im Clan Deutschland Ed ist natürlich wieder gebunt gemischter Haufen. Und bei den Herausforderern hat sich heute auch noch richtig was ergeben. Aber komme ich dazu. Ich würde auf jeden Fall starten und ich hoffe, ich habe nicht so viele schwarze Schafe dabei. Es kam eben noch mal so ein paar Fragen aus. Wie sieht bei euch die CWL aus? Ja, also bei uns sieht die CWL wie folgt aus. Jeder hat einen Angriff pro Tag. 7 Tage geht das Ding. Und ich denke mal, das war bei euch nicht anders. Wir spielen hier eine 30er, haben... Ja, ich habe jetzt noch so ein, zwei oder ja, tatsächlich den einen oder anderen Rusher hier mit reingenommen. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber wir wollten hier ein bisschen etwas mehr sein, sodass wir unten so ein bisschen durchtauschen können oder halt da, wo ein bisschen Luft ist oder was auch immer. Und deswegen gehen wir ruhig mal rein, mal gucken, was wir hier starten können. Wir können, okay, der Clan hier ist nicht aktiv, also das ist kein aktiver Clan, ist wirklich nur für CWL. Wir sind in Goldliga 3 und wir starten hier eine neue Liga. Wir joinen hier mit 30. Immer dran denken, Leute, wenn ihr Leader seid, dass ihr den richtigen Haken setzt. Also wir starten hier mit 30. Ich nehme alle mit. Wir sind insgesamt 34. Sparkling da unten. Ein bisschen verloren. Aber egal. Wir joinen die Liga und bin echt mal gespannt. Ich poste das Ganze wieder auf Discord. Also wenn die Partien da sind, dann poste ich das Ganze wieder auf Discord, sodass ihr schon mal wieder einen Überblick habt. Aber ich verlinke euch auch mal wieder den Link, diesen Internet-Link, wo ihr selber sehen könnt, wie euer Matching ist. Ohne dass ihr jetzt jedes Mal durch alle Clans durchklickt. Ich hoffe, ich vergesse wieder nicht. Oder letztes Mal habe ich es vergessen, aber ich habe es noch nachgetragen. Ja, ich habe es noch nachgetragen. Sorry übrigens, dass ich heute nicht gestreamt habe, denn es ging mir heute nicht so gut am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Ich habe gearbeitet, tatsächlich gearbeitet, allerdings mal ganz, ganz andere Arbeit, denn wir haben heute den Arbeitstag genutzt. Also den Tag der Arbeit erstmal mal gestern groß reingefeiert. Es war, wie sagt man immer, das letzte Bier war schlecht. Und allerdings heute, oh guck mal, wir haben jetzt schon eine Liga gefunden, wie cool, ne? Live in der Aufnahme hier, okay. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Ich lasse das erstmal so stehen und könnte jetzt natürlich noch changen gegen die, die im Moment rot sind. Das sind ja noch ein paar und lasse hier unten so ein paar 8er, 9er raus oder vielleicht auch die, die jetzt ganz, ganz zum Schluss reingekommen sind, diese Rusher-Bande. Muss ich mal gucken. Aber okay. Wir haben hier schon mal was gefunden. Und wie sind wir so gematcht? Okay, oh, wieder auf. Das hat ja nichts zu sagen hier, aber ich gucke trotzdem immer rein, wie wir so gematcht sind. Und auf 1 gematcht, schon mal. Immerhin, Suche ging ganz, ganz schnell. Also ab morgen Abend geht hier die Post ab. Ich muss gleich noch überall nochmal so ein bisschen Post verteilen. Ihr wisst ja, dass wir, daran hat sich nichts geändert, mit einem oder anderen, war noch nie in einem fremden Clan, außer meinen eigenen, okay. Oh, naja, klappt im fremden Clan auch. Und dass die Clanbogen auch befüllt werden. Ich will nicht sagen, mit was ist egal, aber Hauptsache sie sind voll. Okay, wir gehen mal in den nächsten Clan rein. Wir sind jetzt zwar so 8 Minuten oder 4 Minuten vor der Zeit, aber wir gehen in den Clan Free-to-Play erstmal rein. Da sind wir so eine kleine, aber feine, abgeschottete Gemeinde. Da habe ich jetzt nur den Mortus noch mitgenommen. Und ich hoffe, die anderen spielen auch alle. Denn wir haben hier eine ganze, ganze Menge immer noch rot. Also die sind schon rot seit der letzten Liga, wisst ihr? Die sind ja auch noch rot. Irgendwas passt hier manchmal nicht. Aber okay, letzten Clan King haben wir gewonnen. Habt ihr auch live im CK, nicht live im CK, live im Stream mitbekommen. 15-10 haben wir mal eben fix weggemacht. Fix weggeballert. Und jetzt gucke ich mal, wer hier so dabei ist. Wir spielen hier auf jeden Fall eine 15er. Sind 22 Leute. Mikrobutton fällt raus. Donnerbengel 2 fällt auch raus. Pummelfehl fällt raus. Und da oben fehlt die Kampfkuche raus. Sollten wir aber trotzdem irgendwie schaffen. Hoffe ich mal. Dass ich hier auf jeden Fall die Elber unten nicht mitnehmen muss. Aber mal gucken. Wir spielen den Kristall 3. Das ist jetzt eine Liga tiefer als Deutschland Ed spielt. Weil letzte Saison sind wir mit Deutschland Ed leider aufgestiegen.
Was heißt leider? Wir werden halt auch immer stärker, muss man auch ganz klar dazu sagen. Alle Rathäuser werden so ein bisschen stärker. Und hier kann ich das nicht spenden. Jo, das. Oh ja, das war auch da. Das war auch dabei. Ich möchte mit Toto chatten. Ich habe einen Account gesperrt bekommen. Okay, da kann ich aber, und da kann ich leider auch nichts dran machen. Auch wenn du mit mir chattest, können wir Content-Kreatoren da nichts dran machen, wenn eure Accounts gesperrt sind und ihr ein bisschen Stress mit Supercell habt. Das müsst ihr selber klären mit dem Support. Ich muss mit mir selber klären, dass ich in den nächsten Clan reingehe. Deutschland, Erd, ich bin mal gespannt. Sah aber ganz gut aus. Noch nichts Schwarzes dabei. Schwarz heißt eigentlich, ihr seid schon in euren Clan mitgenommen worden in die Liga, habt heute erst reingejoint und dementsprechend könnt ihr hier, warte mal, ich requeste mal eben. Wir nehmen mal nicht voll. Auch da müssen wir immer ein bisschen dran denken, dass nicht alle Max-Truppen haben, aber wenigstens können sie ein bisschen spenden. Guten Abend, dass ich wieder dabei sein darf. Also ihr seht ja schon so ein bisschen, es sind wieder so die üblichen Verdächtigen dabei. Und hier haben wir auch nicht im kleinen Kapitel angegriffen. So sieht's aus. Moin, ich komme von den Herausforderern. Okay, der Gauss ist mit dabei. Haben wir 15er mit dabei oder war das ein 14er? Lass mal alle, da wollte ich gar nicht reingucken. Ich wollte hier eben mal schauen, haben wir doch einen 15er mit am Start. Ah, ne, der Gaussi ist ein 14er, alles klar. Ist aber auch neu, erkläre ich aber gleich was zu. Aber passt ganz gut hier für eine 30er, würde ich sagen. Wir sind jetzt mal gerade so, ja, 31, 32, das ist nicht viel, aber das sind doch alles Leute, ich will es mal so sagen, wo ich mich so ziemlich drauf verlassen kann, dass die was machen. So ziemlich. Ich hoffe es mal. Also es sind alles Leute, die jetzt aus den Clans kommen, außer der Gaussi hier, der ist ganz, ganz fresh zu uns gekommen. Aber wie gesagt, ich erkläre gleich, woran das lag oder an was es eigentlich lag, dass wir hier nochmal so einen kleinen Aufschwung bekommen haben. Freut mich natürlich unheimlich, dass man uns dafür nicht gesucht hat und gefunden hat, aber dass man angefragt hat. Und finde ich natürlich wirklich, wirklich spitze. Also danke nochmal an die Clash of Clans Community. Und jetzt will ich hier auch suchen. Ja, jetzt will ich hier auch suchen. Join Liga. Eine schöne 30er hier. Schmeckt. Die schmeckt und nicht, ist auch keiner schwarz. Die schmeckt, alles klar. Ich hoffe, das reicht auch. Das ist eine knappe Kiste hier. Hier ist nicht viel zu tauschen. Ja? Ein Angriff nicht gemacht, bedeutet weniger Sternchen. Also strengt euch an, ansonsten geht's euch an den Kragen, Leute. Dann schlägt der Toto mal zu. Und aber last but not least, Clan-Herausforderer. Da hat sich heute ganz, ganz viel getan. Denn es gab einen Clan, der sich wohl aufgelöst hat, oder dort ist der Clan-Anführer mit ein paar Accounts plötzlich, ja, hat sich gedacht, ich habe keine Lust mehr auf Clash of Clans und hat wohl den Clan geleaved, aufgelöst, was auch immer, und dann willst du natürlich mit deinen Leuten eigentlich noch ein bisschen Clan-Kriege spielen und Farnsworth ist nochmal raus und deswegen haben wir hier ein paar neue reinbekommen. Es wurde hier also angefragt, durch absolut legitim und mir fällt es nicht schwer, neue Leute hier aufzunehmen. Allerdings haben jetzt natürlich einige speziell für diese Liga gesucht, also speziell für die CWL. Ich weiß also noch nicht, ob sie da bleiben oder wirklich nur hier die CWL unterstützen wollen. Denn ihr seht das, wir sind hier unten schon bis 18, sind wir hier Rathaus 15er. Wir können also dreimal so ein bisschen tauschen. Vielleicht kann ja einer einen Tag nicht oder ich gucke mal, wie so die Sternchen verteilt sind, weil wenn, sagen wir mal, von den neun Leuten nur so drei Sternasse dabei sind, ich kenne die alle nicht. Ich lerne sie jetzt auch gerade erst kennen und sie lernen auch mich erst kennen, dass hier jemand nach dem dritten Clankrieg schon seine 8 Sterne beisammen hat, dann kann er sicherlich mal aussetzen. Ja, und ich kann jemand anders reinnehmen. Müssen wir mal gucken. Ich gönne es natürlich jedem hier. Natürlich gönne ich auch meinem Stammpersonal, so will ich es mal nennen, also den Stammmembern hier, dass sie hier natürlich ihre Sterne machen und auch den Bonus dann am Ende mitnehmen, je nachdem wie viel wir bekommen und ob wir aufsteigen, absteigen und ob wir noch Bonus überhaupt bekommen, wenn wir einen Clankrieg gewinnen. Das weiß ich halt auch nicht. Aber ich gönne es natürlich jedem und auch den neuen Leuten. Also ich möchte jetzt nicht außen vorstehen lassen, so nach dem Motto, okay, drei von euch spielen aber erstmal nicht mit. Erstmal unsere Leute und dann irgendwann ihr. Das mache ich auch nicht. Ich hoffe, ich finde da so ein bisschen das Gespür für. Denn wenn wir hier noch mehr werden, ich wollte es gerade sagen, dann können wir bald in zwei Clans hier auch mit den 15ern teilweise spielen. Nämlich bei Deutschland Ed sollten die nochmal aufsteigen. Was gibt es sonst noch Neues in Clash of Clans? Also wir haben hier auch noch nicht gestartet. Ich wollte ja jetzt starten. Also Junge, starten. Ja, letzten Clankrieg haben wir endlich mal wieder gewonnen.
Und hier ist auch nichts Schwarzes dabei, das heißt, sie sind nicht in der Liga. 15er War, auf geht's. 22 Selected. Also hier habe ich jetzt ganz pünktlich gestartet, 22:02, Leute. Was gibt es Neues bei Clash of Clans? Klar, es gibt natürlich den Pass. Das, was es nicht gibt, es gibt kein Kalenderblatt für den Monat Mai. Ja, nach März und April ist das jetzt auch schon wieder eingeschlafen. Also so viel zu Supercell und hey, wir haben hier was ganz Tolles. Ja, zweimal Kalenderblätter und dann war es das. Für Mai gibt es keins. Gibt es keins, wurde uns mitgeteilt. Nee, für Mai haben wir nichts. Okay, haben wir nichts. Aber sie haben den Pass und man bekommt den Pass auch ganz, oder man bekommt den Skin, den neuen, auch ganz, ganz vorne hier wieder. Also ich habe den Skin schon bekommen, aber ich habe ihn noch nicht equipped, weil im Moment ist mir der andere King nach wie vor lieber. Aber wie gesagt, um hier einmal reinzugucken in den King hier, das ist der Dark Ages, der Mittelalter King. Sieht auch ganz gut aus. Bisschen schwer die Rüstung, ne? Bisschen schwer. Guckt euch den Clash of Clans Comic an, Clasharama. Da war die Rüstung etwas zu schwer für den King. Da hatte er auch nicht genug auf der Brust. Aber so sieht er ganz gut aus. Passt gut rein hier ins Gefüge. Allerdings nehme ich ihn noch nicht. Ich nehme zurzeit ja da unten welche oder andere. Und die sollen es auch erstmal so belassen. Es gibt die Herausforderung. Ja, die habe ich im ersten Wurf geschafft. Die ist auch wirklich nicht schwer. Könnt ihr mich Mittwoch drauf ansprechen. Toto, spiel mal die Herausforderung. Die ist easy peasy. Und das könnte ich eigentlich schon claimen hier, dann kriege ich hier 35 Gems, perfekt. Also wie gesagt, die hier im ersten Versuch gepackt, sehr einfach, fand ich jetzt. Ich meine, Barbaren schubsen ist immer einfach, ne? Gar keine Frage. Und aber ist wirklich sehr, sehr einfach für den, der schon ein bisschen länger Clash of Clans gespielt hat. Liga hier, beziehungsweise nicht Liga, sondern tatsächlich Legende. Gestern ganz schwarzer Tag, Leute, minus 120 gemacht, aber gestern war auch 30. April. Ja, und 30. April heißt, irgendwann gehst du auf Piste. Ich war einen ganzen Tag nicht da, weil nicht den ganzen Tag, aber so ab Mittag, so kurz nach Mittag war ich weg. Und schon auf so diversen Festen, die so liefen. Wetter war ja wunderbar. Ein bisschen mit dem Rad los gewesen, ein bisschen mit dem Auto los gewesen. Und abends haben wir uns dann doch überlegt, so gegen 9:30, 10, ja komm, lass mal hier ins Dorf gehen. Ein bisschen Tanzen im Mai machen oder vielleicht auch nicht ganz tanzen, sondern eher das andere. Und dann habe ich meine Angriffe einfach nicht mehr gemacht. Mit minus 120 hier tut einem das natürlich ziemlich weh, keine Frage. Aber okay, heute der Tag sieht auch noch nicht so gut aus. Wir gehen wenigstens einmal rein und spielen so ein bisschen Clash of Clans. Einmal gehen wir rein und spielen so ein bisschen Clash of Clans. Ich bin mal wieder dabei, die Blimp zu üben, Leute, das wisst ihr. Denn ja, die müssen wir einfach ein bisschen mehr, ein bisschen besser üben. Und ich guck mal, von wo wir eigentlich ganz gut reinkommen können. Feger da. Könnte schwierig werden, aber ich will auch Folgendes üben. Will ich es eigentlich üben? Nee, will ich gar nicht. Ich nehme den mal auf Luft hier. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Den hier mit drin. Sehr schön. Die sollte jetzt nur fallen. Am besten da. Sehr schön. Ja, das ist erstmal ausgelöst da, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, Rathaus haben wir noch gekriegt. Okay, Rathaus haben wir noch bekommen, das ist in Ordnung. Was hatten wir in der Klamburg? Oh, wir kriegen sogar noch ein bisschen mehr als das Rathaus, okay. Dann können wir hier mal reingehen, der kann da ganz weit gehen, würde ich mal so sagen. Queen nehmen wir hier auch mit drin. Und damit sie ein bisschen schneller geht, nehmen wir mal den Sneaky. Und wir gehen mal hier am Scattershot rein, würde ich sagen. Mal sehen, ob wir hier den wegbekommen. Und da haben wir jetzt, auch keinen Feger mehr da, ne? Okay, wir haben keinen Feger mehr da, Leute. Das ist sehr schön. Also können wir hier von der Seite ruhig reingehen, dass wir uns die Prozente hier krallen. Würde ich mal so sagen. Die Queen krallt sich da auch schon mal was Richtiges. Sehr schön. King zünden wir hier an der Stelle mal. Mal sehen. Die Queen könnte ein bisschen schwierig werden gegen den gegnerischen King. Auch hier gezündet. Der Monolith schießt jetzt schon. Okay, das heißt also einmal. Oh, wir haben doch noch einen Feger gegen uns, ne? Ah, da unten der Kleine, okay. Okay, das war aber auch nur der Kleine, alles klar. Okay, wir nehmen den Royal Champion hier in die Zündung. Der geht jetzt allerdings auch auf den anderen Royal Champion. Oder sind die hier? Oh, schade, der Monolith fällt nicht, Leute. Ah, sehr ärgerlich. Okay, dann bleibt der leider auch über. Aber der Angriff war eigentlich ganz gut prozentual. Passt das auch super für mich. Und
Aber meine Blimp war, glaube ich, in Ordnung. Ich habe es Rathaus bekommen. Das ist immer wichtig für mich. Ich bin kein wirklicher Blimp-Spieler, Leute. Und deswegen übe ich das einfach, ob ich dann mal. Ich habe auch richtige Fails hingelegt. Das habt ihr nicht in den Videos gesehen, sondern eher in den Livestreams. Ich habe das auch erwähnt. Ich habe es nicht gezeigt. Ich habe es nur erwähnt. Weil zeigen brauchte man das niemanden, muss ich mal sagen. Ach, entschuldigt bitte. Jo. Schade, der Monolith fällt dann leider nicht, aber 88% sieht ganz gut aus. 28 Sternchen. Ich will heute Abend auf jeden Fall alle meine Angriffe machen. Ich bin ja noch so ein, zwei Stunden auf. Und das sieht aber ganz gut aus. So bin ich zumindest hier heute im Tag hoffentlich ein bisschen besser zufrieden und ein bisschen besser zugange als hier. Ich meine, warum habe ich die nicht gemacht bis Mittag, weißt du? Ich bin ja am Morgen schon auf gewesen. Naja, aber wie gesagt, heute dann den Tag Tag sein lassen. Hier viel ums Haus rum geschafft, so ein paar Baustellen hier abgearbeitet, also am Tag der Arbeit tatsächlich ein bisschen hier am Haus gearbeitet. So hier und da gab es ein paar kleinere Reparaturen. Unser Garten braucht immer Pflege. Dann habe ich hier stundenlang die Einfahrt mal wieder gefegt von irgendwelchen Birkenpollen, Dingern da. Und aber auch schön wieder ein bisschen durch die Gegend gelatscht, aber trotzdem ging es mir nicht so wirklich gut. Also ich war nicht gut zugange, so will ich es mal sagen, dass ich mich jetzt hätte hinsetzen können und ein paar Stunden mit euch streamen können. Ich wollte euch auf jeden Fall einen schönen Wochenstart wünschen, obwohl wir den Montag ja jetzt schon gehabt haben. Jetzt haben wir schon Dienstag, wenn ihr die Videofolge seht. Mittwoch fangen wir wieder an zu streamen und in jedem Fall bekommen wir natürlich die Clankriege hier mit rein. Wie das abläuft, wird wieder ganz, ganz individuell sein, aber es wird wieder ein bisschen mehr werden. Samstag der Streaming, das hat mich absolut nicht umgehauen, aber er hat mir super, super gefallen. Ich hoffe euch auch. War ja mal ein Stündchen länger und ich war super, super zufrieden danach und habe gedacht, das kannst du ruhig mal so ein bisschen öfter mal machen, so ein bisschen länger mit deiner Community hier was machen. Und aber ich wollte auf jeden Fall ein Video auf dem Dienstag haben. Liga Start, es geht wieder los, lasst die Spiele beginnen. Und damit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.